Kartoffelkäfer. Ist das? Ja, der tut da nichts. Lass ihn leben, den Heiter. Was sollst du da lenken, oder was ist das? Ja. Was lenkst du? Müssen wir echt aufpassen, wegen dem Salat nicht schneiden. Also beim Salat allgemein sind es Salatfäulen, also Pilzkrankheiten, die vom Boden her angreifen. Da wird da unten so schlotzig und bricht dann zusammen der Salat. Also das ist das Hauptproblem eigentlich. Ja, wir sehen da, dass wir mit der Feldspritze ein Herbizid und ein Fungizid ausbringen, sofort nach der Pflanzung. Und es ist im herkömmlichen Pflanzenbau eine Hilfe, wenn man solche Mittel einsetzen kann. Das Herbizid ist ein reines Gräsermittel und das Fungizid ist ganz im jungen Stadium eben, dass ein gewisser Schutz gegen Mehltau und so weiter gegeben ist. Und in manchen Jahren ist ein Drahtwurmproblem auch da. Da schon, Drahtwurm, Fraßzackel, da ist er schon. Das ist eben die Larve vom Schnellkäfer und die ist sehr robust, der Drahtwurm. Der frisst die Wurzeln noch und deswegen wird er dann so welk und stirbt dann ganz so. Stellt auch die Forschung vor Rätsel. Es wird irgendwann einmal in 2 Wochen ein Insektizid kommen, also gegen Läuse. Ja, wenn die Witterungssituation das ergibt, dann braucht man überhaupt nicht reinfahren. Es wird nur, Pflanzenschutz wird nur gemacht, wenn wirklich dementsprechend der Bedarf da ist. Und dann ab 3 Wochen, sage ich jetzt einmal, bevor die Ernte ist, wir halten ganz strikt also die Grenzzeiten ein, dass man also keine Spritzmittel mehr verabreicht. Der Konsument akzeptiert es halt einfach nicht, dass irgendein ein Salat im Laden liegt, der dann schwarze Flecken oder was hat. Das muss optisch in Ordnung sein, innere und äußere Qualität. Ganz besonders schauen wir natürlich auch auf gesunde Sorten. Wir bauen in erster Linie mehltauresistente Sorten an. Da werden Urformen eingekreuzt oder zum Beispiel auch, was die Blattlaus betrifft, da gibt es auch blattlausresistente Sorten. Läuse, da muss man einfach was tun und da verwendet man was Rebellendes, das ist ein Pflanzenpresssaft, Knoblauch. Also wenn man da riecht, riecht man ganz stark den Knoblauch und Zwiebelgeruch raus. Riecht super, finde ich. Ja, ich gleich. Es riecht richtig gut. Eigentlich verwenden die sonst nur Komposte und Kalk, also Calcium. Da zum Beispiel ist ein weißer Gänsefuß da, besonders lästig, weil der wird dann innerhalb von kurzer Zeit relativ groß. Also da haben wir, die können bis zu, naja, sagen wir mal, 1 Meter groß werden im Salat. Also wir arbeiten behutsam und setzen behutsam Herbizide und so weiter ein. Es wird nur bei der Pflanzung was eingesetzt, es wird dann mit der Hand gehackt. Radicchio machen ist sehr, sehr schwierig, weil es gibt absolut kein Spritzmittel gegen Unkraut. Das heißt, es muss alles händisch gemacht werden, beziehungsweise technisch, mechanisch. Kennst du einen Bio-Radicchio-Bauer in Österreich? Also kenne ich momentan keinen. Nein, wissen die nicht, ob man sich das traut, Radicchio auf Bio zu machen. Oder es ist sicher ein bisschen eine Kopfsache, ja, wie viel Unkraut das man haben will am Acker und wie viel nicht. Es gibt da sicher welche, die was da das komplett sauber haben will. Mich stört es ehrlich gesagt nicht, wenn ein bisschen was dazwischen ist. Das ist so, dass wir das Unkraut natürlich mechanisch bearbeiten. In der Reihe wird das von Hand gemacht, wenn man es da sieht. Und zwischen den Reihen geht das maschinell mit einem Hockgerät. Da gibt es dann verschiedene Systeme, zum Beispiel auch mit der Fingerhocke, wo man fast bis zur Kultur fahren kann, sodass einfach wirklich nur ein kleiner Streifen zur Handarbeit frei bleibt. Das ist ein Hasenfraß, oder? Wenn wir einmal einen Hasen im Acker haben, dann findet er immer wieder einen Weg da rein. Da müssen wir allerdings nachher vernünftig einzäunen, dass wirklich nichts zukommt, weil ansonsten die Frostschäden so gravierend sein, dass das nicht mehr zum Ernten war. Gell?
Ja, also grundsätzlich haben die Wildtiere und ich ein Gentleman Agreement. Ja. Ich habe gesagt, leben und leben lassen, ich verstehe das, dass sie auch was brauchen. Und wir haben uns das jetzt da so vereinbart, dass sie immer noch genügend da ist, wenn die Kultur abgeerntet ist. Ja. Was viele Konsumenten fragen, ob Schnecken ein Problem sind, es ist eigentlich am freien Feld kein Problem, nur am Rand und auf die Randstreifen und auch nur, wenn es lange geht, also nach Regentagen. Wir beproben alles, was kommt, ja, stichprobenartig. Und da ist es so, dass wir die letzte gesetzliche Höchstwertüberschreitung bei Salat 2014 hatten. Deshalb gibt es Unterschiede je nach Witterung, je nach Jahr. Es gibt feuchte Jahre, wo viel Pilzmittel eingesetzt werden, und trockene Jahre, wo es besser ausschaut. Aber es gibt eine Tendenz, dass Produkte, die man im Winter kriegt, und das sind dann eben meistens ausländische Produkte, öfter mal Belastungen haben als Produkte aus dem Inland. Also bei der Zulassung von einem Pestizid muss ein Höchstwert festgelegt werden, und dabei geht man immer davon aus, es gibt nur dieses Pestizid und welche Menge ist noch sicher. Was nicht berücksichtigt wird, ist, dass in der Wirklichkeit ja, die meisten Produkte 3 bis 4 durchschnittlich Wirkstoffe oben haben und dass die sich, ja, das ist Stand der Wissenschaft, in ihrer Wirkung additiv oder sogar exponentiell beeinflussen können. Und das wird in der Risikobewertung leider nicht abgedeckt. Ja. Wir reduzieren im Unterschied zur gesetzlichen Vorgabe auch die Anzahl an unterschiedlichen Spritzmitteln, die für jedes Produkt eingesetzt werden dürfen. Das kann beim Salat eine andere Anzahl sein, wie zum Beispiel bei den Bananen. Und die Grenzwerte, die wir vorgeben, sind deutlich strenger als das, was das Gesetz grundsätzlich erlauben würde.